Willkommen zurück hier am Donnerstag zu meinen Top 10 Büchern für deine Entwicklung als Mann und Erfolg bei Frauen 2018 aktuelle Edition. Warum 2018 Edition? Weil ich so eine Liste schon mal 2016 gemacht habe und hier die Bücher gegeneinander stellen werde. Das heißt, du wirst erstmal sehen, 2016, was war da auf Platz 10, was war da auf Platz 8 und was ist jetzt 2018 auf Platz 10, Platz 1, Platz 2 und so weiter. Das sind Bücher, die ich wirklich jedem meiner Zuschauer empfehle, gelesen zu haben. Du weißt, ich lese sehr viel. Und ich habe auch die Links zu den Büchern auf Amazon also in die Beschreibung gepackt. In der Beschreibung kannst du dir jedes Buch direkt auf Amazon besorgen, wenn du es lesen möchtest. Meine Top 10 Bücher für deine Entwicklung als Mann und deinen Erfolg bei Frauen. Los geht's. Platz Nummer 10 hatte 2016 Models Attracting Women Through Honesty, also Frauen durch Ehrlichkeit anziehen. Dieses Buch werden wir in der Liste wiederfinden. Das hat es wieder in die Liste geschafft und ist das einzige Buch, was es 2016 sowie 2018 in die Liste geschafft hat, was direkt mit Flirten zu tun hat. Ja, du wirst andere Bücher noch sehen, die gehen aber in die Männlichkeitsrichtung. Dieses Buch ist das einzige Buch, was direkt mit Flirten zu tun hat. Großartiges Buch, ganz, ganz toller Ansatz und ich wünschte, jedermann würde mit diesem Buch hier einsteigen, statt mit einem gewissen anderen Buch, mit dem viele Männer einsteigen. Models Attracting Women Through Honesty, super Buch für jeden, gerade für Einsteiger. Wurde dieses Jahr ersetzt von Awaken the Giant Within von Tony Robbins. Wer kennt Tony Robbins nicht? Den motivierten, großartigen Erfolgsredner. Ganz, ganz tolles Buch, super dickes Buch. Der Untertitel ist How to Take Immediate Control of Your Mental, Emotional, Physical and Financial Destiny. Also wie man einfach sozusagen Kontrolle über alle seine Lebensbereiche bekommt. Tony Robbins Herangehensweise ist sehr gut und wenn man das Buch liest, ist man automatisch sehr motiviert. Ein tolles Buch, was einen mitreißt. Die Informationen da drin sind super wertvoll für die eigene erfolgreiche Lebensgestaltung. Das Buch hat allerdings einen kleinen Platzabsacker nach unten genommen. Das war vorher auf Platz 4 2016 und ist jetzt hier auf Platz 10, also 6 Plätze abgefallen. Trotzdem ein großartiges Buch und ja nicht umsonst Number One National Bestseller. Platz Nummer 9 war 2016 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Dieses Buch werden wir nicht noch einmal wiederfinden in der Liste. Trotzdem ein großartiges Buch. Er zeigt halt 7 Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Zeigt dir also, wie du dein persönliches und berufliches Leben strukturieren kannst und wie du es schaffst, dass du wirklich die Dinge schaffst, die du schaffen möchtest und nicht deine Zeit sinnlos verschwendest. Das heißt, wenn du ein Problem hast mit dich disziplinieren und Zeitverschwendung, 7 Wege zur Effektivität, super Buch. Ne? Also jedes Buch, das ich hier zeige, ist eine Empfehlung, auch wenn es jetzt in 2018 nicht mehr auf der Liste sein sollte. 2018 hat das Buch ersetzt The Rational Male von Rollo Tomasi und ist hiermit neu in der Liste. The Rational Male muss man meiner Meinung nach mit einem kleinen Grain of Salt, also mit ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt, mit ein bisschen Achtung lesen. In The Rational Male geht es darum, wie der aktuelle Stand von Männern in der Gesellschaft ist und wie sich das auch auf den Umgang mit Frauen bezieht. Also er erzählt auch viel von, so gehen Frauen vor, das sind die Taktiken der Frauen im Umgang mit Männern. Das Buch kann in eine sehr negative Richtung führen und meiner Meinung nach muss man aufpassen, wenn man dieses Buch liest oder wenn man Bücher dieser Art liest, dass man nicht in eine Art Opferhaltung gerät. Darüber hinaus sind in diesem Buch wirklich einige wichtige Informationen drin, gerade um zu verstehen, hey, wie tickt die Frau evolutionär gesehen? Was treibt die Frau evolutionär gesehen an, tief innerhalb ihrer Psyche? Also ein sehr, sehr interessantes Buch, The Rational Male, zum Thema Stand des Mannes in unserer Gesellschaft oder Umgang mit Frauen oder auch Gefahren, die vielleicht im Umgang mit Frauen lauern können. Aber wie gesagt, ein bisschen Vorsicht bei diesem Buch. Platz Nummer 8 war 2016 The Slight Edge und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht an dieses Buch erinnere, wenn ich es jetzt heute sehe. Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness, also es ist ein Disziplinbuch. Da wird auch noch eins in der Liste von kommen. Disziplin war damals ein großes Thema bei mir und ich gehe davon aus, dass wenn ich es hier aufgenommen habe, es ein gutes Buch ist. Also Thema Disziplin, The Slight Edge, eine Empfehlung, auch wenn ich mich heute nicht mehr an das Buch erinnern kann. 2018 ist Osho und Mut auf Platz Nummer 8, das war damals auf Platz Nummer 2, ist hier 6 Plätze gefallen. Trotzdem ein großartiges Buch. Osho ist ein bisschen kontroverser Autor, aber Mut ist ganz toll. Lebe wild und gefährlich, es ist mehr so ein philosophischer Aufsatz. Also
Wobei, doch, es sind schon konkrete Handlungsvorschläge dabei, aber das ist ein super inspirierendes Buch, wie man sein Leben leben sollte. Und er zeigt dir wirklich eiskalt, an welchen Stellen du einfach die Angst gewinnen lässt, an welchen Stellen du faul bist und an welchen Stellen du nicht mutig bist. Also, wenn du mutiger werden möchtest, wenn du weniger von der Angst dein Leben bestimmt haben möchtest, sondern mehr von Mut, ist das ein Buch, was du gelesen haben musst. Also, wie er Mut hier darstellt, großartig, ganz, ganz tolles Buch. Osho hat viele tolle Bücher, kann ich einfach nur empfehlen. Mut von Osho. Platz Nummer 7 war 2016, hier haben wir es nämlich wieder, Die Macht der Disziplin, da wieder ein Disziplinsbuch. Daran erinnere ich mich noch gut, das ist ein wissenschaftlicheres Buch von Roy Baumeister, der auch Sozialpsychologe ist. Und er erklärt halt, wie dieses Phänomen Disziplin funktioniert. Unter anderem erzählt er da davon, dass man einen gewissen Prozentsatz an Disziplin und einen gewissen Tank an Disziplin pro Tag hat und man halt schauen muss, wie man sich den aufteilen muss. Darüber, also ganz interessante Studien in diesem Buch, zum Beispiel von Richtern, die, wenn du die vor dem Mittagessen, ja, das Mittagessen gibt dir neue Energie, wenn du vor dem Mittagessen vor dem Richter standest, dann hattest du eine 50% größere Chance, negativ verklagt zu werden, als wenn du nach dem Mittagessen vor dem Richter standest. Ja, und das war eine statistische Untersuchung, die haben die in so einem Gefängnis gemacht, und einfach krass, wie sich das auf das reale Leben auswirken kann. Die Macht der Disziplin, super interessantes Buch zum Thema Disziplin. Wie gesagt, wenn das dein Ding ist, klare Empfehlung. 2018 hat diesen Platz bekommen, Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach, Die Stärkung des Maskulinen, ein großartiges Buch, Thema Männlichkeit mit vielen praktischen Anleitungen und ganz, ganz vielen Themen, die der Autor da anspricht, zum Thema Aggression, Thema Vater, Thema auch wieder Stand des Mannes in der Gesellschaft, gerade aber Aggression und Vater, das waren sehr interessante Themen für mich persönlich, weil Aggression ja doch immer mehr, ja, so negativ dargestellt wird in unserer Gesellschaft und der Björn Thorsten Leimbach schlägt da einen sehr, sehr coolen Umgang mit Aggressionen vor und gibt dir wirklich viele, viele tolle Tipps, wie du deine Männlichkeit mehr leben kannst und natürlich auch dadurch attraktiver für Frauen wirst, aber dich auch erstmal selbst mit dir wohler fühlst. Platz Nummer 7, Männlichkeit leben und ist hier neu in der Liste. Platz Nummer 6, waren 2016 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Da habe ich noch ein anderes Buch gelesen, was auch was mit Sterbenden zu tun hatte. Tolles Buch, also Einsichten, die ihr Leben verändern werden, steht hier. Tolles Buch würde ich jetzt in diese neue Liste nicht mehr mitnehmen. Nicht, weil es schlecht ist, es ist ein gutes Buch. Ne? Weil wenn man jetzt hingeht zu den ältesten Leuten in unserer Gesellschaft, die gerade am Sterben sind und die fragt, hey, was hättest du anders machen wollen? Die haben natürlich eine ganz andere Sicht auf das Leben und das ist total interessant, da mal reinzuschauen und zu gucken, was die einem empfehlen, um vielleicht Fehler nicht zu machen, die man sonst machen würde. Also wirklich eine Empfehlung, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Jetzt auf Platz Nummer 6 ist mein eigenes Buch, Die Zeus-Methode, deine echte Männlichkeit. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf dieses Buch. Ich habe viel Arbeit in dieses Buch investiert und mittlerweile auch enorm viele positive Rückmeldungen bekommen. Es war mehrmals Amazon Bestseller auf Amazon eben, hat sehr, sehr viele gute Bewertungen und ich kriege immer wieder positives Feedback zu der Zeus-Methode. In der Zeus-Methode lernst du einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Männlichkeit stärken kannst und dadurch Frauen kennenlernen kannst, Erfolg bei Frauen hast und glücklich mit ihnen wirst. Ja, ich habe da viele Praxisaufgaben drin, so einen Praxisplan, dem du folgen kannst, denn ich fand, dass in anderen Männlichkeitsbüchern das Ganze immer etwas unpraktisch dargestellt war, deswegen wollte ich hier ein Gegengewicht schaffen und habe das meiner Meinung nach sehr gut geschafft, die Zeus-Methode, eine ganz klare Empfehlung für dich als Zuschauer dieses Kanals 2018, die Zeus-Methode, Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 war 2016 The Truth von Neil Strauss, der auch The Game geschrieben hat. Und da erzählt er die Geschichte nach The Game. Also in The Game ist er dann mit Mystery und RSD Tyler unterwegs und die haben diese Villa, in der sie immer die ganze Zeit Frauen aufreißen mit Pickup-Skills. Und in The Truth sucht er dann quasi eine gesunde Beziehung und versucht irgendwie seine Beziehung auf die Reihe zu kriegen. Und das ist ein super spannendes Buch. Kein super Tippsbuch, also kein Entwicklungsbuch, aber eine tolle Geschichte, die in The Truth erzählt wird und auf jeden Fall ein Buch, was ich empfehlen kann. 2018 wurde es dann ersetzt durch How to Win Friends and Influence People, das hiermit auch neu in der Liste ist. How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie, einer der Klassiker und ich glaube auch eins der ersten Bücher, was ich damals gelesen habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht in der 2016er Liste drin hatte. Großartiges Buch zum Umgang mit Menschen im Allgemeinen. Das sollte jeder gelesen
gelesen haben. Die Lektionen da drin sind absolut zeitlos, absolut oberwertvoll. Wenn du Probleme im Umgang mit Menschen allgemein hast oder deinen Umgang mit Menschen verbessern willst, How to Influence and Influence People, großartiges Buch. Platz Nummer 4, oh, da habe ich die Dinge nicht gemacht, war 2016 Awaken the Giant Within von Tony Robbins. Das haben wir ja vorhin schon mal auf, ich glaube, Platz 10 gesehen, habe ich vorhin schon was zu gesagt. Wurde jetzt ersetzt durch Der Weg des wahren Mannes von David Dada. Das Buch hat mich damals dazu inspiriert, mein Buch Die Zeus-Methode zu schreiben. Bin übrigens immer noch sehr stolz auf den Namen Die Zeus-Methode. Der fiel mir damals mal beim Laufen ein. Und der ist wirklich catchy, Die Zeus-Methode. Und wurde inspiriert von Der Weg des wahren Mannes, weil ich fand, dass Der Weg des wahren Mannes ein großartiges Buch war, aber mit zu wenig praktischen Umsetzungsanleitungen. Der Weg des wahren Mannes ist ein tolles Buch, was man auch sehr, sehr gut auf Deutsch lesen kann. Da braucht man gar nicht die englische Originalversion. Ein Leitfaden für Meisterschaft in Beziehung, Beruf und Sexualität beschreibt unglaublich gut den Weg eines wahren oder, wie er es auch da nennt, überlegenen Mannes, also eines Mannes, der anderen Männern überlegen ist. Ganz, ganz tolle Lektion in diesem Buch und ein Must-Read, wenn man sich mit diesem Thema Flirten und Erfolg mit Frauen beschäftigen möchte. Also wirklich absolut klare Empfehlung und ist auch hier neu in der Liste. Platz Nummer 3 war 2016 jetzt Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Da ich da gleich nochmal zu kommen werde, werde ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Ist jetzt 2018 Models, da haben wir drüber geredet, ist hier 7 Plätze nach oben gegangen. Meine klarste Empfehlung, was so rein, also was ein wirkliches Flirtbuch angeht, ist das meine absolut klarste Empfehlung und deswegen hier auch 7 Plätze gestiegen. Ich habe es letztens nochmal durchgelesen, ist wirklich ein großartiges Buch. Ganz, ganz klare Empfehlung, Models auf Platz Nummer 3, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Platz Nummer 2 war 2016 Mut von Osho, das haben wir eben schon mal gesehen, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr zu. Und ist jetzt 50 Secrets of the World's Longest Living People und hiermit auch neu in der Liste. Und das ist eine Kategorie von Büchern, mit der ich mich seit neuester Zeit viel auseinandersetze, nämlich Bücher über Ernährung, allgemein Informationen über Ernährung. Und das ist einer der wichtigsten Sachen überhaupt für dich, deine persönliche Entwicklung und tatsächlich auch für deinen Erfolg bei Frauen. Denn es hat sich gezeigt, dass deine Ernährung ganz, ganz stark mit, also deine Ernährung hängt mit ganz, ganz vielen Dingen zusammen. Wenn du zum Beispiel soziale Phobie hast oder soziale Ängste hast, das kann mit deiner Ernährung zusammenhängen. Ja, das kannst du durch deine Ernährung verbessern oder sogar beheben. Wenn du zum Beispiel leichte Depressionen hast, und es ist keine wissenschaftliche Aussage von mir, aber wenn du leichte Depressionen hast, kannst du es wahrscheinlich mit einem gesunden Verhältnis der Omega-Fettsäuren wieder korrigieren. Also es gibt viele Dinge, die man über Ernährung wissen sollte und mit Ernährung sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, weil das sind Sachen, du tust jeden Tag Essen in deinen Körper, jeden Tag isst du. Ja, und wenn du, das ist das Basic der Basics. Ja, und wenn du da Scheiße baust über einen langen Zeitraum, dann merkst du das nicht nur in kurzer Zeit, sondern vor allem auch natürlich nach hinten raus in deinem Leben, aber auch in kurzer Zeit. Ja, du hast weniger Energie, du hast mehr so Brain Fog, also bist mehr so verwirrt, ein bisschen confused, deine Ängste sind mehr da, also dein Gehirn läuft einfach schlechter unter der falschen Ernährung und deswegen sollte man sich auf jeden Fall mit dieser Thematik auseinandersetzen, wenn man sein Leben optimal nach vorne bringen möchte. Das ist die Grundlage für alles. Das ist ungefähr so, als würdest du dich niemals mit deinem Atem auseinandersetzen, aber du atmest jeden Tag. Ja, ich habe letztens mich mit meiner Art zu gehen auseinandergesetzt, habe dann noch nie drauf geachtet aufs Gehen, aber das machst du jeden Tag. Das heißt, das sind Gewohnheiten, die sich einschleifen, die dein Leben komplett bestimmen. Essen ist auch so eine Gewohnheit. Ernährung ist so eine Gewohnheit, genau wie Bewegung. Das sind Sachen, auch mit denen solltest du dich beschäftigen, weil das sind deine Basics jeden Tag. Und 50 Secrets of the World's Longest Living People, ganz toll, ganz tolle 50 Empfehlungen, was Ernährung angeht, kann ich nur empfehlen. Aber auch nicht nur Ernährung, du siehst es da schon, auch Sport oder auch andere Sachen, die zum Beispiel zu geistiger Gesundheit beitragen. Und wenn du dich einfach geil fühlen willst mit dir selbst, wenn du Energie haben willst für all die anderen Dinge, die du in deinem Leben machen willst, setz dich mit Ernährung auseinander. Man könnte dort noch ein paar andere Bücher einfügen. Das ist eins, was ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe, was ich wirklich toll fand. Deswegen ganz, ganz klare Empfehlung an dieser Stelle. Und es reicht ja schon, wenn du 80% der Ernährung korrekt machst. Die 80% der Ernährung sind sicherlich industriellen Zucker rauszuschmeißen, also alles, was Industriezucker ist und stark verarbeitete Lebensmittel und dann bist du schon relativ gut unterwegs.
Aber wie gesagt, ich empfehle das Buch hier einfach mal ganz, ganz arg. Das ist neu in der Liste. Platz 2, 50 Secrets of the World's the Longest Living People. So, und jetzt Platz Nummer 1, Trommelwirbel. Wir haben das Buch eben schon gesehen und ich habe eben schon gesagt, ich sage nicht mehr dazu. Platz Nummer 1 war letztes Mal Eine neue Erde von Eckhart Tolle. Wir haben eben schon jetzt von Eckhart Tolle gesehen. Das ist Eckhart Tolles zweites Buch. Ja, was soll ich sagen? Eckhart Tolle ist einfach ein ganz, ganz großartiger Autor und die Bücher machen etwas mit Menschen, das kein anderes Buch jemals geschafft hat. Deswegen ist 2016 Eine neue Erde auf Platz 1 gewesen und hier 2018 ist jetzt auf Platz 1 und ist damit 2 Plätze gestiegen. Dieser Autor ist einfach Gott, der ist einfach der Hammer. Während du diese Bücher liest, die sich viel mit Spiritualität auseinandersetzen, aber eigentlich auch mit Lebensführung, nämlich wie lebe ich mein Leben optimal, wie lebe ich jetzt in diesem Moment, statt die ganze Zeit gedanklich in der Vergangenheit zu sein oder gedanklich in der Zukunft zu sein, das kennst du sicher, du denkst über die Zukunft nach und du denkst über die Vergangenheit nach und das lenkt dich komplett ab, das macht dich depressiv, du hast schlechte Stimmung und du lebst nie wirklich hier, du nutzt nie die Kraft der Gegenwart und das hat natürlich auch eine große Implikation auf deinen Erfolg mit Frauen, weil wenn du mit einer Frau unterwegs bist und du bist die ganze Zeit nur in deinem Kopf, denkst also nur, oh nein, was soll ich jetzt als nächstes sagen? Oder denkst du an die Vergangenheit, oh nein, in der Vergangenheit hat das und das nicht gut geklappt und du bist nicht anwesend mit der Frau, dann ist natürlich klar, dass dein Erfolg mit Frauen nicht besonders gut sein kann. Dann kannst du nicht charmant sein, dann kannst du nicht charismatisch sein, dann kannst du gar keine krasse Ausstrahlung haben, weil deine ganze Energie in deinem Kopf ist und Ausstrahlung heißt einfach, dass du deine Energie ausstrahlst. Aber wenn deine Energie in deinem Kopf ist, Vergangenheit, Zukunft, dann geht das nicht. Das heißt, diese Bücher haben einen großen Einfluss auf deinen Erfolg mit Frauen, haben mich zum Beispiel zur Meditation geführt, auch zu meinem 10-Tage-Meditationsrückzug. Beides sind Bücher, die ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann. Trotzdem würde ich jetzt 2018 auf Platz 1 hier setzen, finde ich ein bisschen besser als Eine neue Erde. Eine neue Erde habe ich deswegen nicht nochmal mit in die Liste reingenommen, weil ich nicht zweimal quasi das gleiche Buch hier in die Liste packen wollte. Eine neue Erde ist trotzdem eine arge Empfehlung, wenn dir jetzt gefallen hat, lies Eine neue Erde. Und das, was diese Bücher halt machen und deswegen werden diese Bücher immer in meinen Top 10 sein. Während du dieses Buch liest, erfährst du, was der Autor meint. Und ich kann das jetzt gar nicht genauer beschreiben, aber der Autor erzählt halt von im Jetztsein und dieses Buch bringt dich ins Jetzt. Die Art und Weise, wie er das geschrieben hat, sorgt dafür, dass du dahin kommst, wovon der Autor redet. Du spürst in dem Moment, wo du es liest, ganz genau, was der Autor meint. Das ist das Krasse an diesem Buch. Das Buch ist wie so ein Arbeitsbuch, aber so soll es gar nicht sein. Aber es wirkt einfach, also ja, was soll ich sagen? Besorg dir dieses Buch, Link ist in der Beschreibung, dann weißt du, wovon ich rede. Ganz klar, Nummer 1, jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Und damit bin ich auch am Ende meines Videos. Gib mir gerne Feedback zu den Büchern und auch gerne deine Lieblingsbücher in die Kommentare. Ansonsten kannst du hier den Channel abonnieren. Da unten geht's zur Coaching-Bewerbung. Ich habe noch ein paar Plätze frei fürs Ende des Jahres. Und da rechts geht's zur Videoempfehlung. Das Video empfehle ich dir, wenn dir das Video hier gefallen hat. Schön, dass du dabei warst, dir am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.